Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um Optionsprodukte für kleine Konten und zwar am Beispiel der Währungen. In einem der letzten Videos habe ich euch über die Umstellung der Future-Optionen im Währungsbereich berichtet. Also ihr wisst, da werden die Handelsklassen umgestellt, weil man da von American-Style-Options auf European-Style-Options kommt. Wir hatten dann übrigens in den Kommentaren festgestellt, Gangnam-Style, also das gibt es noch nicht, vielleicht kommt das ja auch noch. So, und in einem der Kommentare stand dann, dass ja eigentlich Währungsoptionen nichts für kleine Leute sind, ne? Nun fühle ich mich als kleines Leut ja hier angesprochen. Ich bin ja körperlich nicht ganz so groß. Auch das hat jetzt mal jemand in den Kommentaren geschrieben, dass ich ja gar nicht so groß wäre. Da habt ihr vollkommen recht. Aber ich kann dem natürlich, was den Optionshandel betrifft, nicht zustimmen. Denn Währungsoptionen sind meiner Meinung nach absolut auch für kleine Konten geeignet. Entweder im Future-Bereich. Da muss man schon ein bisschen mehr haben. Wir sagen ja auch immer, okay, so Minimum 25.000 Euro sollte man haben, wenn man Future-Optionen handeln will. Was ist jetzt aber mit all denjenigen, die weniger Geld auf dem Trading-Konto haben? Ne? Also die vielleicht ein Konto haben nur mit 5.000 Euro oder mit 10.000. Was macht man dann? Und jetzt kann man überlegen, okay, handle ich da irgendwelche Spreads oder dergleichen? Der einfachere Weg ist aber, dass man auf sogenannte ETF ausweicht. So, ETFs, das wisst ihr, Exchange Traded Funds, und die gibt es eben auch für sehr, sehr viele Future-Produkte. Und heute schauen wir uns das mal bei den Währungen ein bisschen genauer an. Als erstes seht ihr mal hier einen Chart eingeblendet, und zwar ist das der Euro-Future. Ja, ihr seht, das ist ein bisschen längerfristiger Chart, ihr seht diesen relativ starken Absturz, den der Euro in den letzten Jahren hinter sich hatte. Und wenn man sich das Produkt mal als solches anschaut, dann ist das natürlich schon ein teurer Kontrakt, denn immerhin hat der einen Umfang von 125.000 Euro als ein Future. Und wenn ihr jetzt hier in die Produktbeschreibung der Optionen hineinschaut, ich habe euch da mal einen Screenshot gemacht, dann seht ihr auch, dass hier der Multiplikator 125.000 ist. Und das bedeutet eben, dass ihr bei diesen Währungsoptionen auf den Future des Euro, dass ihr da eben doch relativ viel Margin auch hinterlegen müsst und dass das schon ein recht heftiger Kontrakt ist. Nicht heftig, wenn ihr ein vernünftiges Konto habt, also sagen wir mal 30, 40, 50.000 Euro. Für 5.000 Euro wäre es aber definitiv zu viel. So, und jetzt kommen eben hier diese ETFs ins Spiel. Gerade im Währungsbereich gibt es sehr gut handelbare Währungen, gut handelbare ETFs. Und da gibt es zum Beispiel für den Euro diesen ETF, der heißt FXE. Und ihr seht mal hier einen Chart dieses FXE. Und da seht ihr also schon mal vom allerersten Punkt, wir vergleichen es dann später nochmal, dass das gleich ausschaut. Jetzt ist es so, dieser ETF, ihr seht es am Preis oder habt es am Preis gesehen, der kostet momentan ca. 104 Dollar pro Stück. Das ist in etwa der Europreis, ne? Der ist 1,07 zurzeit gerade, der ETF 1,04, also 104 ungefähr, also dass ihr seht, das kommt in etwa hin. Und jetzt ist ja das Interessante bei Aktienoptionen, weil ETF-Optionen werden genau wie Aktienoptionen behandelt, dass hier zu einer Option immer 100 Stück gehören. Und das heißt, wenn wir das mal multiplizieren, 100 Stück mal 104, dann reden wir gerade mal noch über einen Kontraktumfang von etwas über 10.000 Dollar. Also im Gegensatz zum Future, ihr seht auch hier nochmal wieder den Screenshot zu einer Option eingeblendet, wo man den Multiplikator 100 erkennen kann. Also im Gegensatz zu einem Future oder einer Future-Option, die also quasi einen Wert von 125.000 Euro darstellt, habt ihr hier ein Vehikel, was nur einen Wert von rund 10.000 Dollar darstellt. Und das ist natürlich einfach schon rein von der Gewichtung für ein kleineres Konto viel, viel besser geeignet als eben diese Future-Optionen. Diese ETFs, die gibt es für viele, viele verschiedene Währungen. Also die gibt es beispielsweise für das britische Pfund, die gibt es für den Yen. Und jetzt kann man ja sagen, okay, sind die denn aber auch wirklich gleich? Man weiß doch immer, Futures und ETFs, ne, die bewegen sich so unterschiedlich. Und gerade hier im Währungsbereich ist das aber kein Problem. Und da will ich euch nochmal zwei Charts zeigen. Der erste, der zeigt euch hier den Verlauf des Euro und des dazugehörigen ETFs, nämlich des FXE.
Und ihr werdet in diesen beiden Kurven so gut wie keinen Unterschied erkennen. Ne? Wer jetzt ganz genau reinzoomen würde, der würde schon sehen, ah, okay, da gibt es so minimale Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen laufen die wirklich nahezu 1:1. Also ich glaube, die Korrelation ist sicherlich bei 99, 98%. Also das heißt, wenn du darauf setzt, dass der Euro steigt und du würdest Optionen auf den, also Puts auf den FXE verkaufen, dann würde das funktionieren. Und wenn du darauf setzt, dass er fällt und du würdest Calls auf den FXE verkaufen, dann würde das genauso funktionieren. Und als zweites Bild hier noch zeige ich euch nochmal den Verlauf zwischen dem japanischen Yen und auch dem dazugehörigen ETF, der heißt FXY. Und also FX ganz einfach für Forex, ne? Also Währung sozusagen, und das Y steht für den Yen. Und auch hier seht ihr in diesem Chart, dass die relativ gleich laufen, ne? Auch da eine extrem hohe Korrelation. Und auch da könnt ihr also anstatt der doch etwas teureren Future-Optionen, könnt ihr eben die etwas preiswerteren ETF-Optionen handeln. Und ihr seht, dass man für ein kleines Konto durchaus immer adäquate Produkte findet, auch aus dem Future-Bereich, die man handeln kann. Und wir werden ja Ende oder Mitte Januar startet ja unser Webinar wieder Optionshandel für kleine Konten. Wir werden gerade da wirklich, läuft extrem gut, was die Anmeldungen betrifft, kommt also ganz, ganz viel rein. Und wenn ihr wirklich auch mal in der Realität sehen wollt, wie man so ein kleines Konto handelt, ne, mit welchen Produkten man das handelt, was man da speziell beachten muss, was Money Management und so weiter betrifft, dann könnte das genau das Richtige für euch sein. Nicht nur könnte, sondern dann ist das genau das Richtige für euch. Ich packe euch den Link hier unten drunter und schaut euch das einfach an. Lasst euch da die Materialien einfach mal schicken und schaut euch das alles an. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und das sage ich nicht, weil ich euch das jetzt auf Teufel komm raus verkaufen will, sondern weil wir eben so viele super Rückmeldungen hatten von Kunden, die gesagt haben, dass sie damit den Einstieg in den Optionshandel geschafft haben, damit das erste Mal profitabel waren. Ich werde euch diese kleine Reihe hier nochmal fortsetzen in einem weiteren Video, weil es gibt ja auch solche Alternativprodukte, zum Beispiel für die Aktienindizes, also die Aktienfutures, oder auch für so Dinge wie Erdöl. Und das machen wir auch beim nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Erfolg beim Handel an der Börse mit den Optionen, egal ob jetzt Futures oder Aktien, ETF-Optionen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.